So, was geht ab, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar schauen wir uns heute gemeinsam ein Video an, was für mich sehr, sehr interessant ist, da es perfekt auf den deutschen Staat hier einfach zutrifft und Deutschland perfekt widerspiegelt. Und zwar von iCrimex: Polizei beschlagnahmt mein S63 AMG und Führerschein. Und es ist ja so in Deutschland, dass mittlerweile gegen Tuner allgemein, nicht gegen Raser jetzt, ist grundlegend berechtigt, aber gegen Tuner vorgehen, als wären es Schwerverbrecher. Selbst wenn alles eingetragen ist und die dich einfach dran kriegen wollen, dann wird das Fahrzeug einfach beschlagnahmt, stillgelegt etc. pp. Und genauso ist es hier auch. Ich habe mir das Video schon mal angeschaut und dann mal die Kommentare durchgelesen. Und ein Kommentar ist echt hilfreich. Ich meine, er wird mein Video sowieso nicht sehen, aber ich hoffe, er sieht's. Hol dir einen Anwalt, geh zu Daimler und lass dir die Blackbox auslesen. Das ist eine echt sehr, sehr gute Idee. Das Problem ist aber, irgendwo bei 2 Minuten 30 sagt er einmal, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber er sagt irgendwo, da ich doch ein wenig zu schnell war, aber sie mir nichts nachweisen konnten. Dann bringt das Ganze natürlich auch nichts. Ich meine, wenn er zu schnell war, dann wird das Ganze nur noch gegen ihn verwendet. Sagt, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach das Video an und dann sage ich ein bisschen was dazu. Vor ca. 12 Stunden habe ich den Glauben an die Justiz verloren. In diesem Video werde ich euch erzählen, ich schon lange, wie mir völlig willkürlich sowohl mein Auto als auch mein Führerschein entzogen wurde. Ich komme einfach immer noch gar nicht darauf klar, was gestern Nacht passiert ist. Wer mir auf Instagram folgt, der wird das Ganze schon gesehen haben in meiner Instagram-Story. Mein Auto wurde abgeschleppt, mir wurde mein Führerschein entzogen und zwar für nichts. Und ich habe gerade einfach nur das Bedürfnis, das Ganze mit euch mitzuteilen. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie die Polizei mich einfach komplett ohne Fakten, völlig willkürlich, mich von A bis Z schikaniert hat. Also was genau ist passiert, meine Freunde? Ich werde euch auch hier immer wieder Bilder und Videos einblenden von den Aufnahmen gestern. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, gestern Abend gegen 0 Uhr kam ich in eine Polizeikontrolle. Also der Polizist kommt zu mir und sagt, hey, Sie waren zu schnell unterwegs. Ich sage zu dem Polizisten, wie viel war ich denn zu schnell? Haben Sie eine Messung gemacht? Ist ja auch völlig mein Recht, weil er kann ja nicht einfach sagen, du warst 10 zu schnell, du warst 20 zu schnell, du warst 30 zu... Weißt du, es muss ja eine Messung geben, so. Sonst kann man ja gar nichts, sonst kann er mir ja gar nichts nachweisen. Und um ganz kurz hier noch dazwischen zu grätschen, ich bin wirklich niemand, der irgendwas gegen Polizeikontrollen hat. Also ich bin wirklich bei Gott, bei diesen ganzen Videos oder so, die es im Internet gibt, wo Leute vielleicht irgendwie durch eine Fußgängerzone voll durchrasen oder irgendwie total aufgetunte Autos haben, die einfach absolut nicht mehr straßenzulässig sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Wirklich nicht. Ja, jedenfalls wollte ich dann von dem Polizisten eine Messung haben. Eine Videoaufnahme oder eine Messung haben. Der Polizist meinte zu mir, sie haben keine Messung gemacht. Und ab diesem Moment, meine Freunde, wollte die Polizei mich einfach nur noch dran kriegen. Weil das Problem war einfach, der Polizist war irgendwie, glaube ich, ziemlich sauer wegen mir, weil ich wohl etwas zu schnell war, aber sie konnten mir nichts nachweisen. Und weil ich nach dieser Nachweisung, nach dieser Messung gefragt habe, ab diesem Punkt wurde einfach wirklich willkürlich nach irgendwelchen Dingen gesucht. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ich kann mir das einfach nur so erklären, dass ab diesem Punkt... Also ich schon hier sehr, sehr oft. Also hier ist es gang und gäbe. Es ist echt übertrieben schlimm geworden und es ist kaum noch zum Aushalten. Die Polizisten mich wegen jedem kleinen Mückenfurz drankriegen wollten. Weil die Sache war die, meine Freunde, die Polizei, bei einer Kontrolle wollen sie ja immer den Führerschein und den Fahrzeugbrief sehen. Und in dem Fahrzeugbrief steht auch schon drin, dass der Wagen über die Daimler AG läuft, weil ich habe ja dieses VIP-Leasing. Also der Wagen gehört ja in dem Sinne nicht mir. Ich darf die Autos immer 6 Monate fahren von Mercedes, dann bekomme ich wieder einen neuen Wagen. Und also noch schlimmer, meiner Meinung nach, also der Polizist muss echt Eier gehabt haben, wenn er noch VIP-Leasing-Fahrzeuge abschleppen lässt, die in der Regel sowieso erstens nicht verändert wurden. Und zweitens noch der Daimler AG gehören. Ich denke, die werden sich da auch für den einsetzen. Wenn er echt nicht schneller gefahren ist, dann wird ihm auch jeder Anwalt helfen können und die werden die vor Gericht zerlegen. Wenn da aber was dran sein sollte, ich kann es ja schlecht sagen, dann sieht es natürlich schlecht aus. Und wer mich auch schon aktiv verfolgt, der weiß, ich habe den Wagen nicht mal 2 Wochen, er läuft über Daimler mit dem VIP-Leasing, also noch schlimmer. Gar nichts abgeändert haben. Ich kann da nicht irgendwie jetzt in der Zeit, oder würde ich auch niemals machen, warum sollte ich denn ein Auto, was ich von VIP-Leasing bekomme, irgendwas dran rumschrauben, wenn ich das ein paar Monate später wieder abgeben muss? Wisst ihr, wie ich meine? Macht man doch nicht. Ja, und die Polizisten haben auch schon gesehen, dass der Wagen über die Daimler AG läuft und trotzdem wollten sie unbedingt diese Lautstärkemessung machen. Leute, jetzt ist der Punkt, wo ihr ganz genau zuhören müsst, weil ab jetzt wird es einfach nur noch ekelhaft, was passiert ist. Auf alles. Also meine Freunde, die Polizisten machen jetzt also diese Lautstärke, die Dezibelmessung an meinem Fahrzeug. So, sie sagen, einmal iCrimex Gas geben. Okay, iCrimex haben sie nicht gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Einmal Gas geben. Okay, ich gebe Gas bis 3750 Umdrehungen war das.
Habe ich Gas gegeben. Okay, die sagen zu mir 92 Dezibel. Jetzt haltet euch fest, meine Freunde. Die sagen zu mir 92 Dezibel. Der Wagen ist 13 Dezibel lauter, als er sein dürfte. Jetzt aufpassen. Ich steige aus. Ich gehe zu den Polizisten, die hinter meinem Auto stehen. Und ich sehe auf einmal, sie haben diese Dezibelmessung mit ihrem scheiß iPhone gemacht. Mit ihrem Handy haben sie diese Messung gemacht. Das heißt also, mein Wagen, den ich vor 2 Wochen aus dem Berg abgeholt habe. Das ist wie in etlichen Videos auf YouTube. Die messen einfach mit einem iPhone oder, keine Ahnung, mit irgendeinem Smartphone die Dezibel. Das geht ja nicht. Es muss ja ein geeichtes Gerät sein, ein geeichtes Messgerät. Dazu noch darf man das einfach nicht am Straßenrand durchführen, da sonst irgendwelche Wände oder der Straßenverkehr darauf Einfluss nimmt. Es gibt da so viele Sachen. Ich meine, diese Messung wird auf jeden Fall vor Gericht nicht standhaft sein können. Das mit dem Rennen später ist ja eine andere Sache. Der über die Daimler AG läuft mit dem VIP-Leasing, soll zu laut sein, weil die Polizisten eine Dezibelmessung mit ihrem iPhone gemacht haben. Die Messung war mit dem iPhone und war angeblich lächerlich. 13 Dezibel zu laut für dieses Fahrzeug. Echt lächerlich. Nochmal als Erinnerung, der Wagen läuft über das VIP-Leasing, habe ich erst seit 2 Wochen über Daimler AG. Der Polizist sagt also jetzt zu mir, wir müssen ihren Wagen jetzt beschlagnahmen, also abschleppen. Und ich erstmal in dem Moment denke mir so, hä? Ihr macht eine Messung mit eurem Handy, mit eurem iPhone? Ihr wisst, wie das ist, diese Lautsprecher oder diese Mikrofone am iPhone. Die sind so gemacht, dass, ey, niemand kann mir erklären, dass man mit einem iPhone eine genaue Dezibelmessung machen kann, wenn man das an einen Auspuff dran hält. Also sage ich zu dem Polizisten, habt ihr kein richtiges Dezibelmessgerät? Habt ihr das mit dem iPhone gemacht? Jetzt sagt der Polizist original zu mir, aber das ist noch nicht mal das Wildeste. Aber er sagt erstmal original zu mir, ja, die Messung ist aber genau. Er sagt original zu mir, die Messung ist aber genau. Als ich sagte, ich möchte eine genaue Messung haben. Weil das Ganze ja auch nachts war, ca. 0 Uhr. Ich habe aber darauf bestanden, dass ich eine richtige Messung haben möchte, weil das einfach nicht sein kann. Das Problem war dabei, es war 0 Uhr. Also der Polizist sagt, ja, wir können jetzt aber kein richtiges Messungsteam mit richtigen Geräten oder so organisieren. Und in diesem Moment, wo der Polizist das sagt, gibt er ja schon indirekt zu, dass diese Messung auf dem Handy gar nicht 100% richtig sein kann. Weil er selbst gesagt hat, ja, das richtige Messungsteam muss jetzt rufen, aber ist jetzt nachts, könnte ich kommen. Also, mein Wagen... Ist doch klar, entweder muss es zum TÜV und dort gemessen werden, oder die müssen das mit einem geeichten Messgerät machen. Und ja, dafür muss auch die Umgebung stimmen, also das ist sowieso übertrieben lächerlich. Wird abgeschleppt. Wenn ihr euch jetzt schon denkt, okay, das ist schon echt krass, haltet euch jetzt fest, das ist noch gar nichts. Das ist noch gar nichts gegen das, was jetzt kommt. Jedenfalls kommt dann noch ein zweiter Streifenwagen. In dem ersten Streifenwagen, der mich angehalten hat, waren insgesamt 3 Polizisten. Dann kommt noch ein zweiter Streifenwagen mit 2 weiteren Polizisten, sodass da insgesamt 2 Streifenwagen und 5 Polizisten stehen. Und die sich dann erstmal in so einem Kreis standen, die haben die sich beraten. Ich höre da so, also stehe so ca. 3 Meter weiter weg, guck die so ein bisschen an. Und höre so ein bisschen durch. Ich höre nur so, ja, ein Wagen läuft aber über Daimler und dies, das, Ananas. Und ich glaube, in ihrem Herzen mussten die, die können meinen Wagen jetzt zwar abschleppen, weil mit ihrer Billo-Handymessung, ne, war es irgendwie zu laut, können die mich abschleppen. Aber jeder von den Polizisten da wusste genau, der Wagen, wenn er beim TÜV ist, kommt der eh wieder raus, weil es einfach alles Serie ist. Also dachten sich wahrscheinlich die Polizisten, ey, wie können wir ihm möglichst noch einen reindrücken? Und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass einfach mein Auto abgeschleppt wird, kommt der Polizist dann zu mir und sagt, wir müssen ihnen jetzt auch noch ihren Führerschein wegnehmen. Und ab diesem Moment wusste ich, das war einfach nur noch reine Willkür. Ich sage zu den Polizisten, warum wollt ihr mir denn jetzt meinen Führerschein wegnehmen? Ihr habt nicht mal eine Messung gemacht. Und jetzt haltet euch fest, was jetzt kommt, ist absolut fern von jeglicher Vorstellung, die ich jemals bei einem Polizisten hatte. Er sagt zu mir, du bist ein illegales Straßenrennen gefahren. Er sagt das Ganze, weil es wohl irgendeinen Paragraphen oder so gibt, dass wenn man ein Straßenrennen macht, dann kann der Führerschein direkt weggenommen werden. Er hat darauf beharrt, dass es ein Straßenrennen war. Jetzt, lieber Polizist, ich sage zu ihm, guck mal, ich stehe an einer Ampel, ich... Das genau die Sache ist doch immer so, wenn die dich dran kriegen wollen oder wenn die dich ärgern wollen, dann können die das. Was im Endeffekt vor Gericht oder so dann, ja, dabei rumkommt, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber ja, vor Ort, da wollen die dich einfach dran kriegen. Die wollen dir irgendwie eins reindrücken. Und ja, das Ding ist auch, diejenigen, die sich keinen Anwalt leisten können, die sind dann gefickt. Ja, ist einfach Fakt, okay. Aber diejenigen, die sich dann später einen Anwalt leisten können, etc. pp., so wie er auch, die kommen dann wieder gut raus und die Polizisten... eben nicht, ja, nach so einer Aktion einfach eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreicht, das ist schon mal der erste Punkt, okay, es ist ja so, dass die alle 3 Monate oder so eine Gehaltserhöhung bekommen, okay, oder irgendwie so ist es und dann werden die da schon mal rausgenommen, okay, dann kriegen die noch Anschiss, so, dann geht das Ganze vor Gericht, okay,
Und ja, so geht's halt weiter. Ja. Ich fahre ganz normal los, will er mir jetzt sagen, ich hätte mit dem Auto, was neben mir an der Ampel stand, ein Straßenrennen gemacht. Das Lustige dabei ist, der Polizist, ich sage zu ihm so, wie soll das ein Straßenrennen sein, wenn der Wagen neben mir wie ein Rentner, ganz normal mit 30 km/h, der ist richtig chillig losgefahren, der Wagen neben mir. Und der Wagen neben mir ist überhaupt nicht schnell losgefahren, der ist richtig chillig losgefahren. Also ich habe auch nicht mit dem so geredet oder ey, wir machen jetzt ein Rennen oder so, gar nichts. Wir sind einfach nur nebeneinander losgefahren. Er sagt zu mir, du bist ein Straßenrennen gefahren. Ich sage, nein, ich bin kein Straßenrennen gefahren. Der Wagen neben mir ist doch gar nicht schnell gefahren. Der Polizist bejaht das Ganze sogar. Der Polizist sagt, ja, der Wagen, also er hat so zugestimmt, ja, der Wagen ist nicht schnell neben dir losgefahren. Und jetzt, bitte schnallt euch jetzt an, was jetzt kommt. Er sagt wortwörtlich zu mir, ich schwöre auf alles, was ich besitze, wortwörtlich, er sagt zu mir, ein Straßenrennen kannst du auch alleine mit dir fahren. Feierabend. Das heißt im Prinzip, die Polizisten haben mich von A bis Z schikaniert. Es ist alles Auslegungssache. Sie haben keine Messdaten, kein gar nichts, Leute. Im Prinzip, um das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich wurde rausgezogen, ohne dass die Polizei mir irgendwas nachweisen konnte. Mein Wagen wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung, die an einem iPhone gemacht wurde. Ein Serienfahrzeug von Daimler wurde abgeschleppt wegen einer Dezibelmessung auf einer iPhone-App. Und mein Führerschein wurde mir entzogen, weil ich angeblich ein Rennen, ein Auto, ein illegales Straßenrennen mit mir alleine gemacht haben soll. Beim besten Willen, das ist einfach nur asozial. Das ist einfach nur asoziale Schikane. Ich weiß nicht, warum der Polizist so ein Problem mit mir hatte. Wie gesagt, er kennt mich, Leute. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich bin sehr höflich. Ich gehe mit jedem höflich um. Der Polizist auch, als er am Anfang zu mir kam, ich ganz höflich habe gesagt, okay, ja. Aber das ist einfach nur asozial. Ich kann mich nur wiederholen vom Anfang. Ich habe wirklich den Glauben an die Justiz verloren. Weil letztendlich ist mir klar geworden, dass wenn ein Polizist dich wirklich auf dem Kicker hat, dann wird einfach so lange gesucht und willkürlich argumentiert, da kann man gar nichts dagegen machen. Letztendlich sind in diesem Auto... Worum geht's? Auf jeden Fall wahre Worte. Ihr könnt da erstmal vor Ort gar nichts machen. Die können euch grundlos abschleppen, die können euer Fahrzeug grundlos stilllegen. Die werfen einfach irgendeinen Grund in den Raum und dann ist halt so. Auto, drei Polizisten, die behaupten, ich wäre ein Straßenrennen gefahren. Also ich weiß ja nicht, wer alleine mit sich selbst ein Straßenrennen macht, aber... Ja... Gruß geht raus an die Kölner Polizei. Das war's von dem Video gewesen, meine Freunde. Ich muss das Ganze einfach gerade mit euch mitteilen. Ich bin immer noch sprachlos. Ich bin einfach immer... Das ist ein Film, Leute. Ich war wie in einem Film gestern. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Video teilen könntet, weil ich möchte einfach, dass möglichst viele, dass von mir aus die Medien, alle darüber erfahren, was hier diese Polizisten abgezogen haben. Passt auf euch auf, meine Freunde. Bis dahin, euer Cramex. Ihr seht, Flying Uwe hat auch drauf reagiert. Ja, also was kann man abschließend dazu sagen? Noch schlimmer, wenn man natürlich in der Großstadt wohnt, hier Kölner Polizei, ist natürlich, da ist das Ganze noch schlimmer, okay. Aber es ist natürlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich und wenn die dich dran kriegen wollen, dann ist es einfach so. Dann kriegen die dich dran. Zumindest vor Ort, okay. Und ja, schauen wir mal, oder beziehungsweise warten wir mal ab, was dabei rumkommt. Es wird sich auf jeden Fall in die Länge ziehen. Es wird nicht nächste Woche sein, wird auch nicht in einem Monat sein. Naja. Also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.